Wenn man Waldhof Mannheim hört, dann weiß man natürlich, was für ein Traditionsverein das ist, was für eine Tradition dahinter steht. Mit den Fans im Rücken, das schöne Stadion und es sind in den letzten 3 Jahren leider immer gescheitert in der Relegation, aber dann sieht man, was hier möglich ist und deswegen habe ich mich für den SV Waldhof Mannheim entschieden. Ja, ich kannte den Kevin Konrad, mit dem habe ich zusammen gespielt in Chemnitz damals und so ein paar Jungs vom Sehen, vom Hören mal gegeneinander gespielt und ja. Ja, ich bin ein aggressiver, offensiver Verteidiger. Ich verteidige nach vorne, habe viele Flankenläufe drin, will natürlich immer alles reinhauen, für die Mannschaft alles geben und ich denke, dass ich die Fans auf jeden Fall mitreißen kann. Also persönlich erstmal möchte ich öfter mal wieder auf dem Platz stehen. Ich habe jetzt letzte Saison nicht so häufig gespielt. Ich denke, das ist immer für das Selbstvertrauen für den Spieler sehr wichtig, oft und so viel wie möglich zu spielen. Mit dem SV Waldhof möchte ich natürlich oben mitspielen und vielleicht, dass wir dieses Jahr den Aufstieg schaffen. Ja, ich habe damals immer schon mit meinem Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder, im Garten bei uns ein bisschen gekickt. Und dann hat unser Vater uns irgendwann mitgenommen zum Verein und dann habe ich angefangen, im Verein zu spielen. Das war definitiv der Aufstieg in die zweite Liga. In der Allianz Arena vor 65.000 Leuten gegen 1860, wo wir dort 2-0 gewonnen haben. Ich ziehe mal meinen linken Schuh zuerst an und meistens binde ich die Schuhe mehrmals hintereinander. Mein Idol ist Cristiano Ronaldo. Mein Spitzname ist Hofi, abgeleitet von meinem Nachnamen Hofrat. Ja, ich verbringe viel Zeit mit meiner Freundin, mit Familie, mit Freunden und spiele sehr gerne PlayStation.